In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du bei deiner Apple Watch WhatsApp installieren kannst und das Ganze kostenlos. Mit dieser App kannst du die WhatsApp-Nachrichten lesen, die Benachrichtigungen aktivieren, du kannst auf WhatsApp-Nachrichten antworten, du kannst dir sogar Sprachnachrichten anhören und du kannst sogar WhatsApp-Bilder sehen bzw. dir WhatsApp-Videos anschauen. Dafür starten wir zunächst am iPhone und gehen in den App Store und geben oben in die Suche Watch Chat ein. Mithilfe dieser App kannst du kostenlos WhatsApp auf deiner Apple Watch installieren. Jetzt klicken wir hier einmal auf Watch Chat und downloaden diese App. Das Ganze dauert jetzt einen kleinen Augenblick und anschließend klicken wir auf Öffnen. Hier siehst du jetzt schon die Anleitung, wie du das Ganze auf deiner Apple Watch installierst. Dafür gehen wir zunächst ins App-Menü. Klicken also einmal auf die Krone und wischen jetzt ganz nach unten, wo die App noch gerade am Installieren ist. Sobald diese App fertig installiert ist, klicken wir einmal drauf und es öffnet sich nach einiger Zeit bereits ein QR-Code. Jetzt gehst du in die WhatsApp-App und anschließend auf WhatsApp, Web oder Desktop und klickst auf Gerät hinzufügen. Dann klickst du nur noch auf OK und jetzt öffnet sich die Kamera und du musst diesen QR-Code scannen. Jetzt siehst du bereits, WhatsApp wurde erfolgreich verbunden und du kannst dir jetzt hier die einzelnen Chats anklicken. Und zum Beispiel habe ich hier mir mal ein Bild geschickt. Das Bild kannst du direkt auf der Apple Watch öffnen. Oder wir öffnen jetzt hier mal ein Video, welches ich mir auch zugeschickt habe. Das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Und wenn wir auf Play klicken, dann siehst du, du kannst mit der Apple Watch über WhatsApp sogar Videos abspielen. Gehen wir zurück. Jetzt scrollen wir einfach mal ein kleines Stück herunter, um dir zu zeigen, dass du mit deiner Apple Watch bei WhatsApp auch schreiben kannst. Dafür klickst du dann einfach hier unten links auf die Tastatur. Wir schreiben jetzt einfach mal Hallo. Wenn du das Ganze geschrieben hast, dann klickst du einfach nur noch oben rechts auf den blauen Pfeil und du siehst, die Nachricht ist rausgegangen. Zusätzlich kannst du natürlich auch Sprachnachrichten mit der Apple Watch aufnehmen. Dafür klickst du einfach unten auf das Mikrofon und anschließend auf OK. Du siehst jetzt, die Sprachnachricht wird aufgenommen und anschließend kannst du auf den grünen Pfeil klicken, um diese Nachricht zu versenden. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall einen Daumen da. Ansonsten abonniere gerne diesen YouTube-Kanal und aktiviere die Glocke, damit du in Zukunft keine hilfreichen Apple Watch-Tipps und Tricks mehr verpasst.